ging auf die Russen und wir schauen mal einfach, ob sie mich hier enttäuschen oder nicht. Also ich denke, easy wird hier überhaupt nichts. In beide Richtungen nicht. Länder zum Linksklick gemacht. Ja, also ich bin auch dafür, dass der 99 Damage Logo Sticker durchgeht. Den möchte ich unbedingt haben. Der wird dann definitiv auf alle meine Waffen kommen und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir den durchkriegen, dass wir dann eben auch regelmäßig solche Sticker verlosen. Und wenn ich das selber tun muss. Also, dann machen wir das definitiv. So. Und Gamers Tour wird auf der CT-Seite starten. Mirage, ja, CT-lastig. 10-5. Eher 10-5, also eher CT-lastiger als Cash. Weniger als Overpass und Nuke. So, dass man das ein bisschen einordnen kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele CT-Runden sehen. Ja, gerade Peter war relativ stark auf der T-Seite, was wir bisher so gesehen haben. Deswegen könnte das hier wirklich noch interessant werden. Ich bin gespannt, wir gehen ins Match. Gamers 2 gegen Peter Online. Und eins der beiden Teams wird hier aus dem Turnier fliegen. Und das in... Naja, ich hätte jetzt was gesagt, maximal 30 Runden, aber... Praktisch können wir natürlich auch 50 oder mehr Runden sehen, wie wir heute schon mitbekommen haben. Und Peter hat sich entschieden für einen schnellen Mitte-Push Richtung A-Spot. Es soll also ein Split werden. Und G2 defensiv hinter dem A-Spot. Also das Ganze nur auf Retake. Das Gefährliche am Retake ist immer... dass wenn man die Gegner nicht schon mal ein bisschen reduziert am Anfang der Runde, bevor sie auf dem Spot drauf sind oder bevor man den Retake startet, dann ist es relativ schwierig, an die Bombe zu kommen. Aspero steht dann nicht sonderlich günstig. Und dann gehen sie alle down. Und das ist die First Round für Peter. 1-0 für die Russen. Das bedeutet natürlich dann übliche Vorgehensweise. Die Polen müssen jetzt erstmal sparen, beziehungsweise einmal werden sie es mit einem Force Buy versuchen. Vorbildlich für alle Sticker gewotet. So wollen wir das sehen. Und Minimum Scout Headshot schon mal in der Mitte. Minimum versucht es auch nochmal. War auf jeden Fall ein Hit. Das ist gut, was Innocent hier macht. Der kann dann viel ansagen, kann viele Informationen an sein Team weitergeben. Dass es entweder Richtung A oder Richtung B geht, dass da nichts über Mitte gesplittet wird. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass man dann den B-Spot ins Visier nimmt. Spero steht schon bereit. Und ein Frag ist ein bisschen dünn. Den hat nicht mal er gemacht, den hat Innocent mit der Scout abgestaubt. Trotzdem hat er das gut gelöst. 2 gegen 2 Situation, 35 Sekunden. Und der Hutsch wird natürlich warten, dass sein Mate da noch nachzieht. Aber der hat auch nur noch 2 HP, also wird er nicht mehr allzu viel Unterstützung liefern können. Oh, Innocent hat nicht aufgepasst, dass da links jemand rumgehen könnte. Er hat natürlich mit einem zweiten Spieler gerechnet, hat gehofft, dass sein Mate ihn unterstützen kann. Und Maus mit der Scout, 1 gegen 1. 10 Sekunden und Hutsch muss jetzt wirklich langsam die Bombe legen, ansonsten wird das nichts mehr. Und er hat gemerkt, dass nicht geplantet wurde. Das schafft er nicht mehr. Und Maus kann definitiv wegbleiben. Und damit das 1:1. Auch hier wieder eine zweite Runde an den Verlierer der First Round. Das hatten wir heute jetzt schon. Ich habe nicht ganz mitgezählt, aber mindestens 4 Mal.
Und das in nur 2,5 Spielen. Ja, und das hat der G2-Spieler da in der Küche eindeutig richtig gemacht. Hat abgewartet für den Fall, dass der Gegner faked. War das optimal gemacht. Und der Frostball von Peter, der wird hier ziemlich in die Wand laufen, wie es aussieht. 2:1. Also eigentlich sollte die Bitrate vom Stream ganz normal sein, die ist wie immer. Und auch die Render-Settings sind die gleichen. Noch jemand irgendwie einen Qualitätsdip mitbekommen auf Source? Alles andere interessiert eh nicht, weil es die Transcoring sind. Hier kommt ein netter Granatnagel. Quali ist etwas schlechter. Nächster Stream wie immer. Ja, ich versuche dann natürlich lieber auf die Leute zu hören, die ich regelmäßig da habe, damit ich das weiß. Quali ist okay. Na gut. Also ich behalte es mal ein bisschen im Auge. Also irgendjemand hat geschrieben, auf Low stellen und wieder zurück auf Source. Das sollte das Problem behoben haben. Kami hat vorhin auch von Artefakten berichtet, die dann aber nach dem Neustart wieder in Ordnung waren. Also ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass Twitch auch gerade irgendwie eine kleine Macke hat. Einige berichten von normaler Qualität, andere von deutlich schlechter. Also würde ich eher auf einen Bug irgendwie vermuten. Das kann sich dann nicht gegen mehrere Seiten verteidigen. Bomb sollte sicher geplantet werden können. Trotzdem Überzahl für G2. Das ist durchaus machbar für den Retake. Schöner Headshot von Spero. Und Waterfall steht jetzt hier da und versucht den Spot alleine zu verteidigen. Weiß nicht, ob jemand noch von kurz kommt. Und der erste Schuss sitzt. 23 AP, nur noch 1 AP weg. Und damit die vierte Runde für Gamers 2. Die Polen gehen erstmal in Führung. Können sich einen kleinen Vorsprung hier rausarbeiten. Der wird noch abgewartet. Er wollte unbedingt die AWP picken. Und das hat er auch gebraucht, die extra Sekunden. Das mit dem Laggen ist die übliche Geschichte. Also es geht sowieso nur um die Qualität Source. Alles andere ist rein Twitch. Also alles, was nicht Source ist, ist getranscoded von Twitch. Und da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Und wenn es bei euch eben ruckelt, dass ihr das nicht durchgebuffert kriegt, der Stream läuft auf unter 4 Mbit. Das heißt, wenn ihr mehr als 4 Mbit Downstream habt, dann sollte das problemlos zum Laufen zu kriegen sein. Scheitert es, wenn, dann müsst ihr es nur noch am Routing zwischen euch und Twitch. Und Peter hat weiter gekauft. Dank gelegter Bombe kann man sich hier nochmal eine Waffenrunde leisten. Und der Go über Mitte. Ich habe schon mal einen Toastopper gefordert. Innocent kam da aus dem Switch nicht mehr weg. Aber die Autosniper von Rall, die tackert da ordentlich rein von der Seite. Schöner Short von Urch.
er nicht sonderlich weit. Win. 4 zu 2, zweite Runde für Peter. Und das ist natürlich für Gamers Tool ein kleines bisschen bitter. Die können es noch einmal kaufen, aber wenn sie die nächste Runde verlieren sollten, dann prophezei ich hier einfach mal die Echo. Wäre auf kurz offensiv. Wenn da jemand drüber läuft, dann läuft natürlich immer Gefahr, von der AWP gepickt zu werden. Ah, der war einfach. Gegner hat auch reingeschaut. Sphero geht nochmal rum. Schön gemacht. Bisschen riskant, aber er hat den Track gesetzt. Von daher gibt ihm der Erfolg an dieser Stelle zumindest so ein bisschen recht. Hutsch, Weg Richtung B frei gemacht. Aber die Bombe liegt in der Mitte. Da kommen sie nicht mehr so ohne weiteres ran. Ubiquis schon. Ich dachte, er wird offensiv abgefangen, aber Maus hat sich dann doch etwas zur Vernunft besonnen und ist wieder zurückgegangen. Obique, down. Und nur noch Hooch am Leben. Aber Hooch ist crazy. Zu 2. Ja, und die IP von die IP der GoTVs, die gibt es mit Absicht nicht mehr. Was passiert, wenn man die IPs öffentlich macht? Das habt ihr bei der ESEA die letzten Wochen gesehen. Deswegen gibt es keine öffentlichen GoTV-IPs. Und das wird auch in Zukunft nicht passieren. Da braucht ihr euch gar keine Hoffnungen machen. Die Frage im Chat gerade aufkam. So, Peter versucht es jetzt nochmal mit einer Eco. Sie müssen natürlich schauen, dass sie wieder zu Geld kommen. Schön von Minis. Aber viele Möglichkeiten gibt es da nicht für die Pistol Echo. Da hinten kommt Spero. Wenn er sich noch ein kleines bisschen weiter wagt, dann könnte Hooch vielleicht seine Gelegenheit bekommen, ihn da auszuschalten. Innocent. Waterfall down. 6 zu 2. So. Und die Frage ist, ob Peter überhaupt jetzt schon kaufen kann. 3400 bei dem einen, bei Waylander, und bei Hooch nur noch 4000. Und ich weiß nicht, ob sie sich da nicht eher auf eine AWP einschießen wollen. Obiqua hat eine richtig starke AWP gespielt und auch Waterfall hat saugut geschossen. Im letzten Match, was ich da gesehen habe. Deswegen die Entscheidung schon verständlich, dass man jetzt nochmal spart. Kommt einiges an Smokes, einfach um besser raufzukommen auf den Spot. Für den Fall, dass sie die Bombe Richtung Plan-Posi bekommen. Waterfall schön rumgemoved. Hat Maus da keine Chance gelassen. Und auch wenn Ubique hier durch ist, die Bombe liegt ganz ungünstig für ihn. Er muss versuchen, da nochmal ranzukommen. Rallen. Schöner Shot. Und Ubique hat 13 Schuss noch in der M4. Damit könnte man noch ein bisschen Schaden machen. 7 zu 2. Ich kann eure Empörung nicht verstehen über die Autosniper, wenn ich ehrlich bin. Klar, im Silver Matchmaking, da macht die Autosniper dann schon ziemlich viel kaputt, weil man oftmals noch verschießen kann. Aber bei den Profis
Da ist man auch mit der Autosniper ziemlich schnell tot, wenn man nicht mit dem ersten oder zweiten Schuss direkt den Gegner umgenietet hat. Und manchmal das trotzdem dann. Also da sind AK-Headshots dann schon deutlich schneller drin. Und man ist natürlich auch AWP-anfällig. Also die Autosniper, die ist ganz selten wirklich einsatzfähig. Auf Mirage ist so eine Position möglich. Aber in vielen Situationen ist man dann wirklich anfällig für AWP. Und da ist Waylander mit zwei schönen Shots. Hat zumindest die Runde nochmal aufgemacht. Bombe liegt noch direkt vor dem B-Haus. Das dauert eine ganze Weile, bis sie da rankommen. Und nur noch 37 Sekunden auf Duel. Das heißt, Peter muss jetzt mal langsam ein bisschen Gas geben. Sekunden. Die Bombe ist unterwegs Richtung B. Und das hat die beiden lange genug aufgehalten. Ministiel jetzt erst rüber. Links in der Küche, da ist schon Hutsch bereit. Und das könnte Minis dann Kopf und Kragen kosten. Rallen, das war ein Headshot, aber er kann ihn einfach nicht ausschalten. Und jetzt läuft ihm natürlich die Zeit davon. Pistole muss schon her. Waffe gepickt. AK mit 28 Schuss. Das reicht. Und Waylander sicher. Dritte Runde für Peter drin. Und die geht auf sein Konto. Keine Frage. Kann sogar die AWP mitbringen für die nächste Runde. So, und ran wieder die Autosniper und genau das ist die Position, an der man sie ganz gut spielen kann. Es gibt ganz, ganz wenige Ecken nur, wo es eben Sinn macht. Und gerade hier der Ausfall auf Mirage, der gehört dazu. Dann lebt er natürlich nicht ungefährlich, denn er muss immer schauen, dass er so ein bisschen auch die rechte Flanke im Blick hat, wenn er sich mal Richtung Mitte orientiert. Und da kommen sie rum. Schöne Gegenflash. Hat Waylander da alle Chancen vernichtet. Rallen nochmal. Und da haben sie die Action gut weggetackert. Aber das war natürlich nur möglich durch die schönen Support-Flashes. Wir sehen, dass der Erste, der da rausgelaufen ist, direkt blind war und die Hand vom Gesicht hat. 8 zu 3. Bisher scheint die Zieldeckung von Gamers 2 ganz gut zu funktionieren. Aber Peter hat oftmals ein bisschen Startprobleme und kommt dann gut ins Spiel wieder. Also ich würde die Russen hier definitiv noch nicht abschreiben. Innocent. Hat einen guten Moment erwischt, aber es hat ihn nicht unbedingt da vorangebracht und sein Team auch nicht. 1 gegen 1 zu tauschen gegen die Pistolen, ist es nicht wert. Oh, das war schön gemacht, haben ihn raufgepusht, damit er an die Waffe kam. Er hat seinen Teleskoparm ausgepackt. Go-Go Gadget Teleskoparm oder so ähnlich. Die Bewegung geht Richtung B. Minis hat da schon einen kleinen Spalt gesucht. Das heißt, er weiß jetzt ganz genau, dass da gleich jemand kommt. Raus geht's Richtung B-Spot. Spero kommt ein bisschen spät, um seinen Mate noch zu retten oder zu unterstützen. Und Waylander war kurz. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Maus hat da scheinbar nicht richtig kurz gedeckt. Vielleicht war auch schon eine ganze Weile da. Ich habe es nicht genau mitbekommen.
Und das könnte passieren, dass Gamers 2 jetzt hier diese Runde abgibt. Wenn der Retake nicht noch außerordentlich erfolgreich ist, er muss natürlich viel Zeit aufwenden, um Ubique wieder abzufangen. Und Ubique macht alles richtig. Wartet erstmal noch ab. Und das sorgt ja natürlich dafür, dass Maus nur noch in Deckung gehen kann. Die Autosniper ist viel zu teuer, um sie jetzt noch unnötig zu riskieren. Und Peter holt sich die Eco-Runde und alles hat angefangen damit, dass sie in der Mitte eben die Farmers verloren haben. Deswegen sage ich, 1 gegen 1 tauschen, keine gute Idee. Innocent spielt wirklich gefährlich da oben in der Mitte. Das ist eine kleine Lücke in der Smoke, die kann er ausnutzen. Waterfall down. Facecrack ist zwar schon durch Richtung Switch und das sollte natürlich eine große Änderung sein, je nachdem wie effektiv der Bugfix in Anführungszeichen ist von der Smoke, die Veränderung. Dann könnte man im Fenster jetzt sicherlich wesentlich mehr machen. Spero auf kurz, konnte sich durchsetzen, hat aber nur noch 15 AP, muss also schauen, dass da nicht noch eine Granate reingeflogen kommt oder er sich zu weit zeigt. Genau, ich wollte auf die Smokes hinaus. Schön von Maus. Oh, Facecrack, vielleicht wird es nochmal interessant, Innocent. Na, da wird Hooch wahrscheinlich nicht mehr machen können. 9 zu 4. Die Smokes im Fenster, denn das Fenster ist eigentlich... Ich wollte zum Fenster, liebes Spiel. Das Fenster ist eigentlich genauso breit wie die Smoke. Das heißt, in dem Moment, wo die nicht hundertprozentig mittig liegt, die Smoke, kann es sein, dass man rechts oder links eben noch vorbeischauen kann. Und das ist dann immer so eine Sache. Das ging eine Zeit lang nicht, weil der Rand der Smoke, eben dieser Grauschleier, wenn man drin stand, sehr, sehr groß war. Aber jetzt könnte es wieder unter Umständen öfter Positionen am Rand geben, wo man dann gerade so durchguckt. Und ist dann gegen die Mitte. Diesmal hat er sich da besser behauptet. Aber auch da ist er wieder sehr, sehr gefährlich unterwegs. Da kommt er natürlich nicht weg. Nur noch Ubique. Und nur noch sein Blumenkübel. Und natürlich seine verstrahlte P250. So, 10 zu 4. Letzte Runde der ersten Halbzeit steht an. Und bisher hat Peter noch nicht so hundertprozentig viel gegenhalten können. Gucken, was das Equipment Value sagt. Aber sie haben sich drei Runden so in der Mitte erkämpft. Plus die First Round. Das hätte halt auf jeden Fall nicht sein müssen. Dafür haben sie eine Eco zurückgeholt. Trotzdem, 5 Runden, denke ich, wäre für Peter eine gute Ausgangssituation. Ich habe es vorhin mal angesprochen. Ich glaube, 1-10-5, damit kann man durchaus arbeiten. Oh, er spielt da alles andere als vorsichtig. Was hat ihn jetzt zum zweiten Mal schon das Leben gekostet? In einer Lage, in der es sehr ungünstig für sein Team ist, dass er stirbt. Allen wieder mit der Autosniper. Und da hätte er auch durchaus auch fallen können. 25 AP. Und haben die Russen nicht gut genug geschossen, um ihn auszuschalten. Denn das wäre auf jeden Fall ein machbarer Frag gewesen. Und dann wäre es hier nicht 3 gegen 1, sondern 2 gegen 2. Aber es hilft alles nichts. Hätte, wäre, wenn. Ubique muss schauen, dass er gegen 3 irgendwie die Runde noch rumkriegt. Versucht aber durchzublenden. Und Ryan hat ihn in Tatsache gelassen. Schön gemacht. Rechts geflasht, links gebasht sozusagen. Und mal, ich weiß gar nicht, wer es war, aber es ist auf jeden Fall ein Zitat. 11 zu 4. Aber das hat er gut gemacht. Zumindest der Versuch, nochmal rechts eben den Gegner ein bisschen zu verzögern und dann links rumzuziehen. Das war genau das richtige Timing. Trotzdem die Polen mit einer ziemlich soliden CT-Leistung, mit Ausnahme der Eco eben, der Anti-Eco, die sie da abgegeben haben.
Das hätte nicht sein müssen. Was von NK? Vielleicht Ausrufezeichen NKJ? Ah, schade. So, auf geht's in die First Round. Und G2 versucht sich mit dem schnellen Push Richtung Mitte, Richtung Switch und dann auf den A-Spot. Und schon im Switch werden sie aufgehalten. Waterfalls kämpft da in Ruhe. Oh Mann, was für eine katastrophale Chaosrunde. Wie kann denn das alles so kaputt und schief gehen? So, äußerst unglücklich gelaufen. Schöner Headshot von Spero. Hat Hutsch auf jeden Fall nicht mehr wegkommen lassen danach. 1 gegen 1 Situation jetzt. Aber viel Chaos drauf. Jetzt Nachteilssituation für Spero. 1 gegen 1. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Mein lieber Scholli, 11 zu 5. Und Peter kommt gerade noch mal so wieder hier rein. Jetzt gilt es natürlich, die zweite und dritte Runde nicht abzugeben. Also es gilt unbedingt sicher, die nächsten Runden rüber zu spielen. Und die Polen, sie entscheiden sich für einen direkten A-Go. Spot ist komplett eingesmockt. Rechte Seite geht's. Das ist der Grund, den Spot in zwei Hälften zu teilen, um dann zu versuchen, direkt Richtung CT-Base zu pushen. Nee, Richtung Switch. Was ich heute wieder erzähle manchmal. Das ist der Schlafmangel definitiv. Also das war gar kein Problem. Flawless Anti-Eco, aber Gamer Stu hat die Bombe gelegt. Das war das, was sie unbedingt wollten. Jetzt könnte man sich sogar überlegen, nochmal einen Force-Ball zu spielen. Aber ich würde mir vielleicht dann doch lieber etwas... Ich würde mir vielleicht doch nochmal eine Eco vornehmen, um dann nächste Runde vernünftig zu kaufen. Und ich denke, die AWPs würden auch durchaus helfen. Erneuter Versuch Richtung A zu kommen. Und wieder steht Peter ziemlich defensiv. Aber diesmal wird anders gesmoked. Diesmal wird die CD-Base abgesmoked. Bombe kann gelegt werden. Wichtige Smoke Richtung Haus. Verhindert eigentlich Rallen komplett da einzugreifen. Und 11 zu 6. So, erste Waffenrunde steht an. Hutsch spielt Autosniper. Und zwar direkt Richtung B-Haus. Minis mit der AWP unterwegs Richtung A. Würde sicherlich versuchen. 11 zu 7. Okay, 11 zu 7. Kann ja mal passieren. Ergebnis steht oben auch in der Anzeige. Für den Fall, dass ich mich mal verspreche. Aber wichtig, dass sie die Smoke auch relativ rechtzeitig werfen, damit die AWP keinen Schaden anrichten kann. Minis kann es eigentlich sein lassen. Entweder wartet die 15 Sekunden und sitzt sie aus. Oder er zieht sich eben zurück. Was war das gerade? Autosniper 2, jetzt wird zurückgetackert oder was? Habe ich irgendwo im Chat gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Von den Machern von Sharknado
und Sharktopus. Und die Polen da relativ fake los auf den A-Spot. Auf den B-Spot unterwegs, rallen runter. Da entsteht noch Husch, aber ich bin mit seinem Autosniper da ziemlich ungünstig. Aber ganz weit verschossen. Ich hoffe, dass einer der Schüsse ihn wenigstens trifft. Und die B-Deckung, die würde ich so nicht unterstützen. Also die Autosniper close, die hinter dem Spot zu stehen haben. Und dann den anderen Spieler ganz im Nahkampf. Macht eigentlich die Autosniper komplett unnütz. Denn in dem Moment, wo der Spieler, der Support-Spieler fällt und der ist ja der vorne steht. Das heißt, bei dem Go ist er der Erste, der Kontakt hat. In dem Moment hat die Autosniper eigentlich auch schlechte Karten. Das haben wir gerade ziemlich gut gesehen. Und Waterfall hat es schon genau richtig gesehen, aber trotzdem mindestens schneller. Und das zeigt eigentlich, dass der Smoke-Nachteil jetzt nur ein bisschen reduziert wurde. Man hat ja daran gearbeitet, dass der Grauschleier schneller weg ist, wenn man aus der Smoke läuft. Und ich glaube, das haben wir gerade in Aktion gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor dem Patch so möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, Waterfall hat auch noch geschossen, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht hat er auch einfach verschossen. Spero arbeitet sich vor an B. Die Chance, dass er da unentdeckt irgendwo hinkommt, sind relativ gering. Es gibt zu viele Positionen, wo man vom B-Spot aus das Haus einsehen kann. Kann zumindest die Bombe legen. Man hat durchaus Chancen, das hier noch rumzudrehen, aber er muss dann trotzdem dicke Headshots setzen. Denn beide Spieler haben noch 100 HP. Weg Nummer 1. Geht auch ohne Headshot, weil der Gegner gesprungen ist, aber dann reicht es nicht mehr. 10 Sekunden auf der Uhr. Was kriegt er hin? Und damit 13 zu 7. 13 zu 8, 12 zu 8, meine Güte. Leute, Leute, kann mir mal jemand irgendwie mit dem Hammer auf den Kopf oder so? Mein Gehirn muss immer irgendwie mal wach werden, aber ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv. Das ist die übliche 15 Uhr oder 15 Uhr plus Schwäche, wenn man Schlafmangel hat. Zumindest bei mir kommt das dann immer so um die Uhrzeit. Aber die Eco, die scheinen sie ganz gut durchzukriegen. 12 zu 9. Kaffee, ich brauche Kaffee, Leute. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was, um mein Gehirn auf Touren zu bringen. Kleiner Offensiv-Move. Hat ihn zumindest das A-Haus dort frei gemacht. Und Minis hatte wieder versucht, einen Pick zu setzen aus dem Haus. Das haben sie damit gut unterbunden. Wo liegt er? Da ist sein AWP. Und ich muss ehrlich gesagt beide hier so ein kleines bisschen tadeln. Sowohl Peter auf der CT-Seite hat schon nicht unbedingt überzeugt, gerade was die B-Deckung da vorhin anging. Aber G2 scheint sich auch nicht gerade mit Ruhm zu bekleckern. Waylander, schön, zwei Leute, noch drei Leute mitgenommen. Und 12 zu 10, das war auch wieder so ein Go. Da fehlte komplett die Smoke Richtung Switch. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht offen gelassen haben, um dort Frags zu ziehen.
aber kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wäre eine sehr, sehr spezielle Angelegenheit. Also wir versuchen es nochmal Richtung A-Spot. Drei Smokes in dem Gepäck. Und ich denke, die werden dann gezielt auch gelegt. Mal schauen, wie er sie aufbaut. Also Radin hat seine definitiv Richtung CT-Base geworfen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Standard-Smoke-Go sein. Aber die Smoke Richtung unten, Richtung Jungle, die liegt halt wieder nicht richtig. Und so kann Waterfall nochmal einen sicheren Frag setzen. Und sowas darf eigentlich nicht schief gehen. So eine Smoke muss sitzen. Mies hat auch ordentlich Probleme, den Gegner auszuschalten, obwohl er eine Granate in der Hand hat. Innocent. Bombe wird schon defused. Und die Runde geht an Peter. 12 zu 11. Major Rabbit hat ein Foto geschickt auf meiner Facebook-Page. Das muss ich mir dann nach dem Match mal angucken. Da werde ich mal drüber schauen. Ich hoffe, ihr habt euch da gemütlich gemacht und macht einen chilligen Samstag. Wenigstens ihr vor den Bildschirmen sollt chillen können. Ich muss hier versuchen, mich zu konzentrieren, bis zum geht nicht mehr. Schöner Offensiv-Push von Waterfalls. Erinnert mich so ein kleines bisschen auch an Crystal, der hat dieses offensive B-Haus-Spiel auch immer gut drauf. Da kann man mit der AWP schon ziemlich frühzeitig ein bisschen gegenarbeiten. Sondern ordentlich was gegen machen. 3 gegen 3 Situation. Das ist durchaus zu holen für Gamers 2. Das wäre doch mal die Möglichkeit für die Polen, hier ein bisschen ins Spiel zu kommen. Sie huschen von Eco zu Eco. Und damit sollte dann endlich mal ein Ende sein. Aber noch ist der Retake hier in vollem Gange. Dann läuft ins Kreuzfeuer. Also, Gamers 2 mit der nächsten Runde 13 zu 11. Und die Runden waren nicht knapp genug, um den Russen hier das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern die müssen jetzt erstmal ein bisschen legen, aber dann gibt es genug Equipment. Eine Minute, bisher ist noch nichts passiert und das zeigt eigentlich nur, wie wichtig diese Runde für beide Teams ist. Vor allem natürlich für Gamers 2, die wollen hier wirklich nicht die Anschlussrunde abgeben, weil dann hieß es schon wieder Pleite und wieder Eco. Also damit der Granate in der Hand rumzuhüpfen. Klar, er wollte seine Mate supporten mit der Flash, aber so wird das nichts und Waylander räumt die Action ordentlich auf. Der macht ein ziemlich gutes Spiel, das gefällt mir sehr gut. 29-18. Mir ist nicht aufgefallen, dass seine Stats so hoch sind, aber er rotiert und rotiert. Und überall fliegen die Headshots. Also saustarkes Spiel von ihm. 30 Frags, hat doppelt so viele Frags wie der zweite.
Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil jetzt hier einige... Ich muss jetzt mal gucken, was die Pause bedeutet. Weil einige von euch geschrieben haben, dass die Schrift so komisch ist. Ich sehe das jetzt nämlich im Stream auch. Ich gucke mal meinen eigenen Stream gerade an. Und was ist das? Es wird mir auf dem... Das ist bei mir im XSplit schon. Okay, also das ist bei mir im XSplit schon drin. Ich habe es nur noch nicht gesehen, weil die Preview zu klein ist. Da werde ich gleich mal, sobald ich die Zeit dazu habe. Werde ich das gleich mal versuchen, wieder umzustellen. Und einfach mal neu zu starten. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt hier... Ob ich das vielleicht auch irgendwie wieder gebacken kriege, jetzt aus dem laufenden Betrieb. Das ist irgendein eigenartiger Bug, den habe ich neulich schon mal gesehen. Also die Schrift kann überhaupt nicht normal sein, wenn sie bei mir in XSplit schon verwaschen ist und ich sie im Stream dann auch genauso sehe. Also das Problem ist irgendwo in XSplit. Und ich werde mal gucken, dass ich das dann in der Pause hinkriege. Solange wir jetzt hier eben sowieso noch eine Unterbrechung habe, kann ich das durchaus nochmal... Solange ich jetzt hier eine Unterbrechung habe, kann ich das durchaus nochmal versuchen. Also das sieht man nur, wenn die Auflösung entsprechend hoch ist. Das letzte Mal habe ich es wegbekommen, indem ich den XSplit Browser oder das XSplit neu gestartet habe. Aber das kann ich jetzt natürlich eben nicht schnell machen. Kann ich überhaupt irgendwas tun, um das Ganze ein bisschen in den Griff zu kriegen? Also ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit direkt nach der Runde hier, also nach der Map, werde ich mal den XSplit neu starten, den Stream neu starten. Jetzt gucken wir uns erstmal die Eco-Runde von Gamers Tour an. Molotov war gerade noch rechtzeitig, hat einiges an Schaden gemacht. Waylander wieder mit einem Frag, auch Postmortem noch. Postmortem. Und... Das hat auf jeden Fall sehr viel Schaden gemacht. Hat die Jungs von Gamers 2 nochmal ein bisschen unterbrochen. Nicht richtig aufgepasst. Jetzt ist die AWP natürlich dort auch holbar. Mal gucken, ob Rallen damit was ausrichten kann. Da steht Facecrack. Und rein muss ich es langsam mal umdrehen. Hat ihn gesehen. Facecrack in beiden. 13 zu 13. Das war ein bisschen zu schmerzhaft für eine Eco, aber alles in allem ja doch halbwegs gut über die Bühne gebracht. Hauptsache die Runde steht da oben am Ende. Und es ist ja mehr als genug Geld bei Peter vorhanden. Waylander, da haben wir den Topfrager von Peter. Er kriegt jetzt seine Gelegenheit, hier wieder viel Schaden zu machen. Smoke liegt wieder nicht ganz optimal. Oder ist das Absicht? Spielt G2 das mit Absicht so, dass die Smoke an der Seite eine Lücke hat? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dann können die CDs dahinter ganz gut agieren. Wir hatten kurz aus dem Switch gesehen. Sieht das Waylander direkt down raus. Und Innocent. Waterfall versucht noch mitzuhelfen, aber Innocent hat schon drei. Und das Mini ist 14 zu 13. Gamers 2 mit der entscheidenden Runde.
Für sie war das ganz wichtig, denn da ist nicht genug Geld vorhanden sonst. Das heißt, man muss jetzt unbedingt auch im Spiel bleiben. Aber bei Peter wird das Geld langsam knapp. 10.000 bei Ubika, aber der Rest ist relativ pleite. Und dieses extrem defensive A-Sport-Spiel, das sollten sie sich jetzt nochmal genau überlegen für die nächsten Runden. Und das ist interessant von Gamers Tour, dass die jetzt gemeinsam direkt einen schnellen Weg-Push spielen. Ist eigentlich ganz intelligent, mal genau die Taktik zu wechseln, wenn es drauf ankommt. Das ist natürlich ein großes Risiko, denn man kann immer in einen eventuellen gut ausgespielten Rush-Block laufen. Auch zwei Leute können den B-Spot gut dicht machen, wenn es nur über Haus geht. Aber hier scheint es ganz gut zu funktionieren. Innocent wieder. Und Facecrack sollte versuchen, seine Waffe durchzubringen. Aber es wird gar nicht einfach. Denn die Jungs haben schon die Verfolgung aufgenommen. Da kommt Spero um die Ecke. Der mit 8 HP, der wird wohl nicht viel ausrichten. Interessanter wird es eher, dass sie ihn einkreisen. 15 zu 13. So, jetzt sind die Polen auf der Schwelle, hier die Map zu gewinnen. Zwei Matchpoints haben sie insgesamt. Und wieder geht es Richtung B. Und diesmal steht Hutsch da ganz alleine. Das heißt, seine Aufgabe ist, noch ein, zwei Leute mitzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Waylander ist schnell dabei. Schön geschossen von ihm. Saustarkes Aiming. Also steht hier nicht ohne Grund an der Spitze des Scoreboards. Und da fällt das Ganze so ein bisschen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Waylander nur noch mit 16 AP. Da links kommt Spero um die Ecke. Und Waylander hat ihn trotzdem. 1 gegen 3 Situation jetzt. Der Molotow ist oben an der Decke hängen geblieben. Der tut so nichts. Und dann geht er down. 15 zu 14. Und wieder wird es ein verdammt knappes Match. Und wieder steuern wir unter Umständen auf eine Overtime zu. Entscheidende Runde. Wird Gamers 2 hier einfach Peter aus dem Turnier schmeißen oder müssen wir das Ganze über die Overtime dann nochmal versuchen? Es wäre nicht die erste Overtime, die Peter heute gespielt hat. Und vielleicht haben wir die Overtime an der falschen Stelle gesucht. Vielleicht haben wir gedacht, Titan ist das Team, was immer wieder auf 15-15 spielt. Vielleicht sind es die Russen. So, und wieder B-Sport. Das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Und scheinbar hat G2 da auch die Meinung und das Gefühl, dass es hier wieder klappen könnte. Das ist zumindest gelegt. 4 gegen 4. Waylander hat jemanden mitgenommen. Ist schon wieder auf dem Weg Richtung Spot. Und wir bleiben mal bei ihm. Und von ihm wird hier sicherlich einiges abhängen. Da oben im Haus steht jemand. Waylander. Headshot sitzt. Da sind zwei Leute. Schön gemacht, doppelt geflasht und die AWP hat auch mitgezogen und wir gehen in die Overtime. 15 zu 15. Und auf geht's, MR3. 10.000 Start Money, zweimal drei Runden auf jeder Seite, maximal. Und ich habe eine kleine Idee, was wir vielleicht machen könnten. Können wir gleich dann auch sehen. Moment. Mal schauen, ob es funktioniert.
Nein, es hat leider nicht funktioniert. Schade, schade. Also werde ich wohl XSplit doch neu starten müssen in der Pause. Egal, Versuch was wert. Also unglaublich interessante Matches bisher. Das muss man da wirklich dann hier dem Turnier auch lassen. Alle Matches waren ultra knapp. 16-14, die Overtime, wieder 16-14, jetzt wieder Overtime. Und auch hier muss man ganz klar sagen, ein Spieler carried sein Team. Waylander, 37-22 aus der regulären Spielzeit gegangen. Und er macht direkt da weiter, wo er eben aufgehört hat. Ja, warum nicht? Geh halt noch weiter offensiv. Hol dir noch mehr Frags. Der Junge spielt hier völlig außer Rand und Band. Und er wird auch jetzt nochmal gegen Action gehen. Und da sind zwei Leute. Waylander, er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen, wie er rüber ist. Die Granate sitzt halbwegs. Er war drauf mit dem Crosshair. Er war richtig drauf. Das haben wir gerade gesehen. Aber Maus war ein Ticken schneller. Hat natürlich den Vorteil gehabt. Schöner zweiter Headshot. Ist auch stark. Hatte vielleicht ein kleines bisschen zu viel riskiert. Schön, Marzinho. Drei Frags schon. Alles direkte Headshots. Mal schauen, ob er vielleicht hier die Runde noch drehen kann. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Er muss natürlich seinen Mate irgendwie unterstützen beim Bomberplant. Der hat eigentlich keine Deckung. Sie entscheiden sich auch noch mal ein bisschen aggressiver ranzugehen. Bombe auf der Seite zu legen ist definitiv besser. Und Maus, er kriegt jetzt seine Gelegenheit. Aber Hutsch, sauber. Und Hutsch, zweiter Frag besitzt. Die Runde geht an Peter. 1-0 in der Overtime. Die gelegte Bombe bringt Gamers 2 auf jeden Fall schon mal dazu, dass man nächste Runde auch wieder kaufen kann. Da muss man auch so ein bisschen drauf achten. Für den Fall, dass Peter die zweite Runde holt, möchte man natürlich mit gutem Equipment auch in die letzte gehen können. Und als CT geht das nicht unbedingt. Aber eben als T, da kann man durch eine gelegte Bombe das Ganze schon so ein bisschen unter Kontrolle halten. Wir haben Facecrack dort. Auf jeden Fall eingespottet. Weiß, dass da mehrere Leute kommen. Smokes kommen jetzt erst. Natürlich weniger Reaktionszeit. Schön gemacht von Facecrack. So, Waylander war da offensiv unterwegs. Haben sie ihn gut abgefangen. Alle Spieler von G2 in der Action Zone. Aber die Bombe liegt natürlich auch optimal dafür. Aber die Smoke, was ist mit der Smoke? Was kann damit passieren? Maus fühlt sich natürlich ein bisschen gezwungen, da aggressiv dran zu gehen. Und da haben sie die Leute ausgeschaltet. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit dann die Runde für Gamers 2. Auch wenn Waterfall hier nochmal ordentlich auftritt. Aber wo ist die Bombe? Die ist zu weit weg. So nicht. 1-1. Schön ausgespielte Runde von Gamers 2. Das muss man ihm lassen. Aber eigentlich hätte Peter schon fast durch sein können mit dem Diffuse, wenn sie das ein bisschen besser ausgespielt hätten. Sie haben natürlich versucht, mit den Smokes die Gegner rauszulocken. Und haben versucht, das dann abzuaimen. Hätte jemand durchdiffused, wären sie vielleicht schon durchgelegt. Aber gut, das sind zwei unterschiedliche Strategien. Und da oben zielt Minis über die Smoke. Hat die AWP gesehen. Hat verschossen. Spero in der Mitte. Die Granate kommt nicht ansatzweise an bei Waterfall. Vielleicht sollte Peter ein bisschen versuchen, aggressiver den A-Spot zu decken. Vielleicht würde es mehr funktionieren, da auch wirklich gegenzuhalten.
mit dem ersten. Hooch entscheidet sich direkt gegen zu pushen. Ich glaube, das hat jemand gehört. Ja, Maus hat darauf reagiert, aber hat viel AP verloren an dieses Duell. Facecrack auch nur mit wenig AP unterwegs. Refrag sitzt. Spero ist dann endlich auch nochmal nachgekommen über den Switch. Oh, jetzt ist man, glaube ich, in seine eigene Flasche reingelaufen. Und Obi-Quick gegen 2. Erster Schuss sitzt. 1 gegen 1 Situation. Beide mit AWP unterwegs. Also reines AWP-Duell. Gar keine schlechte Entscheidung von Minister, die andere Seite abzudecken. Weiß natürlich, wenn niemand CT-Base ist, dann weiß er ganz genau, wo der Gegner herkommt. Also hat eine Seite ausgeschlossen, kann sich jetzt in aller Ruhe in die andere Richtung orientieren. Und das war der eine Schuss, den er hatte. Trotzdem, Drucksituation nach wie vor für Ubique. Da oben links ist er. Jetzt hätte er es doch recht versuchen können. Menes hat ihn. 2 zu 1 in der Overtime für G2. Das sind gute Ausgangssituationen. Oder gute Ausgangslage. Das ist eine gute Ausgangslage für die Polen. 2 T-Runden sind auf jeden Fall deutlich über dem Durchschnitt. Also wie gesagt, normal wäre hier so ungefähr 10-5 als CT und dementsprechend dann auch vom Prinzip her 2 zu 1 als CT in der Overtime. Oh, knapp vorbei an Innocent. Innocent spielt immer wieder mit dem Feuer oben im Fenster. Ist nicht ganz ungefährlich. Spero mit der Autosniper von Kurz. Okay, aber immerhin hat der Waylander ausgeschaltet. Und das ist eben die Ecke in der Smoke, die ich vorhin angesprochen hatte, die früher nicht so ausnutzbar war. Und die Bombe liegt nach wie vor oben an der T-Base. Das heißt, die muss erst nochmal jemand holen. Der fehlt dann bei einem eventuellen Push. Eine Minute noch auf der Uhr. Zeit ist noch genug, aber es dauert. Schön reingezogen. Innocent hat ihn nur angeschossen. So, das kostet jetzt alles so viel Zeit bei den Russen, dass selbst wenn sie den Spot hier einnehmen, dann müssen sie noch eine ganze Weile Richtung Bombe laufen. Und da sehen wir das Problem. Der Autosniper hat einmal getroffen und dann eben den Headshot zurückbekommen. Jetzt müssen sie nochmal zurücklaufen und müssen die Bombe am T-Spawn aufsammeln. 30 Sekunden. Das gibt natürlich Gamers Duo hier genügend Zeit und Möglichkeiten, sich erneut ein bisschen darauf einzustellen. Einfach um wieder zurückzukommen. Und sich schon mal hinzustellen für den Fall, dass da gleich die Jungs nachkommen. Oh je. Und die Tatsache, dass die Bombe da hinten lag, die hat die Polen so dermaßen verwirrt, dass sie erstmal den A-Spot wieder offen lassen. Naja gut, ein bisschen Glück gehabt, muss man dann leider sagen. Also ich würde sagen, verdient haben sie die Runde so eigentlich nicht. Also das war so komisch, die Bombe dann noch zu holen, dass Gamers Duo sogar gedacht hat, das wird noch ein Fake. Und ich weiß nicht, das kann so nicht geplant gewesen sein. Das ist ein lustiger Zufall, der da entstanden ist. Aber in dieser Runde hat sich die Autosniper eher als Hindernis dargestellt. Waylander, er legt wieder los. Mittlerweile die 40 Frags dicht gemacht. Der nächste Punkt macht auch die 100 voll. Das hüpft er auch nur. Und Waterfall hat ihn erwischt. Das ist kein einfacher Schuss, wenn der Gegner da nur hüpft. Das macht ihn natürlich den Weg Richtung B frei. Schöner Schuss von Ubique. Und die haben sie eher verdient. Diese Runde haben sie mehr verdient.
Und damit wird Peter das Draw schon mal sicher haben, also die Overtime. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen im Spiel gegen Titan. Wenn man in der Overtime als CT zwei Runden in Folge verliert, dann reicht es nicht mehr für die dritte. Dafür sind 10.000 einfach nicht genug. Und dadurch, dass sie Maus auch noch verloren haben, kann nur Rallen seine Waffe durchbringen. Und jetzt schauen wir mal ins Geld rein. Unter 2.000 zum Teil. Da werden definitiv dann nur Pistolen gespielt. Zweimal Pistole, zweimal Farmers. Und die eine gesavte M4. Und die Autosniper ist eindeutig zu teuer für sowas. Ist ein großes Risiko, was man mit dieser teuren Waffe da eingeht. Und ja, das kommt so ein bisschen zurück. Es rächt sich bei den Polen. Was geht in den entscheidenden Push? Peter versucht drauf, Richtung A-Spot zu kommen und... Wenn G2 das hier nicht abwehren kann, dann sind sie aus dem Turnier. Diese Runde muss für die Polen her, ansonsten ist es das gewesen. Und es sieht gut aus für Peter. Spero läuft da mitten auf dem Spot rum und unter uns ist noch Rale und den hat bisher noch überhaupt keiner gecheckt. Und plötzlich wendet sich das Blatt hier so ein bisschen. Aber das Bittere ist natürlich, dass die AWP von Kurz guckt und hat genau die Bombe im Blick. Keine Chance für Rallen da ranzukommen. 19 zu 17. Peter ist weiter und Gamers 2 ist aus dem Turnier. GG, well played. Und ich habe meinen Coin schon wieder richtig gesetzt. Ich bin ein kleines bisschen stolz auf mich. Ich habe, glaube ich, noch nie zwei Wetten am gleichen Tag richtig gehabt. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ja, bis auf ein paar Ausnahmen denke ich, dass Peter das hier auch durchaus nicht unverdient gewonnen hat. Die eine Runde mit der Bombe am T-Spawn, die habe ich nicht so ganz verstanden. Aber alles in allem haben sie wirklich schön gespielt. Allerdings muss man auch wieder sagen, sie wurden hart gecarried von Waylander. Also, der Junge war wirklich on fire. Und das große Problem an solchen Geschichten ist immer, dass wenn dieser Carry nicht richtig ins Spiel findet, dann kann es sein, dass man eben dann doch eher mal verliert. Weil... man kann nicht jede Map sein Team so carryen. So gut ist niemand. Und es kann einfach passieren, dass man nicht richtig ins Spiel findet oder dass die Map nicht das Richtige ist, dass man die falsche Position hat. Das heißt, in der nächsten Partie, da müssen die Jungs deutlich mehr Augenmerk dann auch auf das Gesamtteamplay legen und auch besser gemeinsam jeder seine Frags holen und gemeinsam raufgehen mit Refrag-Situationen. Egal. Sie haben es gewonnen und sie haben es sich erkämpft und sie haben sich auch zurückgekämpft in die Overtime. Und von daher den großen... das große Lob meinerseits geht da auf jeden Fall an das Durchhaltevermögen der Russen. Das muss man ihnen auf jeden Fall zugestehen. So, jetzt wollte ich nochmal reinschauen, dass wir uns einen kleinen Blick im Turnierbaum verschaffen. Gucken wir mal ganz kurz bei uns auf der Page vorbei, auf 99damage.de. Ich lade das hier nochmal neu in Ruhe. Mein Lieber, was ist denn hier los? Hier geht es plötzlich instant und dann hört es aufzuladen. Das hilft natürlich nicht. Ich werde gleich versuchen, die... Qualität hier noch zu fixen, irgendwas stimmt da halt gar nicht. Das ist irgendwie ein komischer X-Split-Bug, der nicht so angenehm ist. So, und Titan gehört wie gedacht hier unten hin. Und der Sieger aus dieser Runde, das ist dann in dem Fall Peter, der muss dann gegen den Verlierer aus dem Match antreten. Das heißt, wir machen jetzt erstmal demnächst weiter mit Kopenhagen Wolves gegen LGB. Wir haben ein bisschen aufgeholt, aber auch nicht allzu viel. Na, was passiert denn da im Hintergrund? Nicht allzu viel. Und das ist ungefähr angesetzt gewesen für 16:30 ursprünglich. Ich denke, wir werden bestimmt eine Viertelstunde Pause haben. Deswegen machen wir gleich weiter mit Kopenhagen Wolves gegen LGB. Ich werde jetzt gleich kurz meinen Stream auch nochmal offline nehmen. Also lasst euch nicht verwirren. Und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, die Dänen von Kopenhagen Wolves gegen LGB aus Norwegen. Dann fangen wir an mit der zweiten Hälfte dieses Turnierbaums. Also bis gleich.